Servus und willkommen zu diesem neuen Video. An diesem Bauernhof, glaube ich, ist es, den haben wir spontan entdeckt. Wir waren mal unterwegs und dann sind wir vorne an der Straße sind wir vorbeigefahren. Dann haben wir den echt hier zufällig entdeckt und jetzt sind wir hier, um uns das anzuschauen. Das sieht wie eine Scheune aus. Ja? Ich glaube, hier wurden Tiere gehalten. Ja. Kaka. Schau vor die krassen Risse. Ist hier nichts drunter, oder? Nee. Oh, dass man hier dann das Feld. Und da würde man auch reinkommen. Also außen hängen Schilder einsturzgefährdet, dem kann ich zustimmen. Die Decke hier mit diesen Streifen, die hier so drin sind, hängt hier schon runter und hier hat es schon richtig was runterlassen. Allerdings würde mich interessieren, was hier um die Ecke ist. Deswegen lure ich da mal nur kurz rum, aber nur ganz kurz. Wenn ihr euch das hier anschaut, da ist schon ein bisschen was hier rumgestürzt oder runtergestürzt. Achso, da ist gar nichts. Okay, hat sich erledigt. Ich glaube, diese Dinger hier waren solche Wärmelampen. Ich kenne das von früher, vom Kumpel. Die hatten so einen Schweinestall und da sind immer dann so Wärmelampen für die Babyschweine gewesen, dass die halt nicht frieren und denen nicht kalt ist und so. Ich glaube, das war das Wohnhaus hier drüben. Und ich habe hier Toiletten entdeckt. Hier noch eine Schüssel. Aber irgendwie waren hier keine Leitungen verbaut. Ich habe keine Ahnung, ob die hier eine Spülung hatten. Was das hier dann für eine Kammer war. Also hier war ja, hat man auch vorher gesehen, das Ding hier vor, das ist hier zwar festgenagelt, aber man kann es einfach wegtun, dann kommen wir hier auch rein. Ich habe nicht so einen großen Schritt gesucht. Die Tür machen wir zu. Stuhl davor, dann hören wir auch, wenn wer reinkommt. Also wir sind gerade drin. Jetzt habe ich so ein Dunk gehört. Ich weiß aber nicht, ob draußen jemand im Auto geparkt hat. Wir müssen irgendein Fenster vorne finden, wo wir rausnehmen können, aber falls, dann sind wir im Arsch. Ja, okay, wenn er hinten reinkommt, dann hüpfe ich vorne durchs Fenster halt raus. Ja, also vorne das Tor ist noch zu, aber hier ist nichts mehr drin, aber das ist so ein altes Bauernhaus. Ich finde es aber ganz geil, weil wenn ich mir vorstelle, dass das hier die Küche oder das Esszimmer wäre, hier mit so einer Erhöhung, so einer Stufe. Alter. Ja, irgendwie, es ist zwar alt und ein bisschen was hängt schon von der Decke runter in anderen Räumen, aber sehr aufgeräumt. Also, ja, würde es jemand renovieren wollen oder so, aber lohnt sich ja nicht wirklich, glaube ich. Hier unten ist es ein bisschen unter Wasser. Ein paar alte Kästen. Und es ist ein Gewölbekeller, aber der ist sehr, sehr niedrig. Hier muss man geduckt rumlaufen. Und da hinten wird es auch tiefer. Da gehe ich nicht hinter, da stehe ich dann im Wasser drin. Das geht für mich auch einmal, ja. So, hier waren wir noch nicht drin.
Hier ist ein bisschen Isolierung runtergekommen, wobei auch die Holzbretter ein bisschen nass und durch sind. Auch der Träger. Was zur Hölle war jetzt los? Ich glaube, der Wind hat den Stuhl geschoben und das hat es gehört und ich dachte, da ist eine Person. Also nochmal von vorne. Hier haben wir einen Trägerbalken und der ist hier schon durch und der muss eigentlich darüber gehen, weil der ja alles stützt. Ich weiß nicht, ob ich dahinter laufen soll zur Tür, aber irgendwie will ich schon. Und hier sind sehr viele Geräusche, wie ihr sehen konntet. Das macht einen ein bisschen unsicher, weil man immer denkt, da ist jemand. Ach, hier ist das Bad. Oh, voll die Oldschool-Badewanne. Leute, sowas müsst ihr euch freistehend kaufen. So eine Badewanne. Und damals schon gab es hier so. Aber ist das echt? Weiß ich gerade gar nicht. Aber sehr cool. Geht noch Wasser? Nee, Wasser ist aus. Aber hier so eine freistehende Badewanne. Oldschool-Style. Ja, und hier alte Toilette. Was ich dann wieder cool finde, ist halt hier diese Leibung. Weil ich mir vorstellen kann, wenn man da Kerzen reintut und ein bisschen Deko, dass es richtig cool aussieht. So, jetzt schauen wir mal noch hoch. Ich werde da oben aber nicht rumlaufen, weil das sah etwas nicht so gut aus, der Boden. Wobei es von hier, wenn man auf den Boden schaut, gut ausschaut. Aber wie so Dachboden. Hier sieht man die Dachschräge. Hier hinten ist noch ein Zimmer. Und hier sind auch mehrere Zimmer sogar. Aber alles leer. Aber hier oben ist es aufgebaut wie ein Fachwerkhaus. Also wird spooky, dauernd Geräusche und Quietschgeräusche. Jetzt müssen wir das hier mal wegbauen, damit wir wieder rauskommen. Der Stuhl war so, der lag am Boden, aber den lassen wir so. Den Stein legen wir auf die Seite, das ist die Tür. Müssen wir schauen, dass wir die Konstruktion wieder so hinkriegen. Sonst ist die Tür nämlich auf. Schau, geht von alleine auf die Tür. Ja. So, genau. Jetzt geht die Tür nicht auf. Man muss ja nicht extra noch irgendwie was kaputt werden lassen, indem es reinregnet. Muss nicht sein. Ja, das war schon wieder mit dem Bauernhof. Hier nochmal hinter mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht zu abonnieren. Bis zum nächsten Video. Peace.